Kirche. Ich darf euch recht herzlich begrüßen bei einer kleinen Dankesfeier. Wie ihr alle wisst, die, was jetzt anwesend sind, wir haben vergangenes Jahr jetzt schon einen für unsere Ortschaft einen großen Einsatz gehabt. Und das soll eine kleine Dankesfeier sein, mit Unterstützung des Landeshauptmannes, der das bezahlt. Und aber nichtsdestotrotz, wir haben dazwischen schon eine Nachbesprechung gehabt am 9. Jänner und haben das Revue passieren lassen. Es gibt auch dazwischen die Fotos, eine kleine PowerPoint-Präsentation, dass ihr euch vielleicht erinnern könnt, wie es war. Bei der Nachbesprechung sind einige Dinge aufgetreten, wo es sehr gut funktioniert haben, und den natürlich möchte ich heute auf jeden Fall erwähnen. Als erstes einmal den herzlichen Dank, also wirklich von allen, an die Feuerwehr Neustift an der Rosalia. Und da möchte ich auch erwähnen, unter Leitung von damaligen Kommandanten Sauerzopf Michael und Einsatz und dann jetzigen Feuerwehrkommandanten Johannes Willes, der gleich die Feuertaufe absolvieren hat dürfen bei dem Einsatz. Wir haben zu dieser Zeit, muss ich dazu sagen, bei der Nachbesprechung, haben wir ein offizielles Schreiben von der Bevölkerung Rosalia bekommen. Und zwar möchte ich das unbedingt erwähnen. Sie bedanken sich bei allen. Alle, die im Einsatz waren und bei der Feuerwehr ganz besonders, die hat sie versorgt, hat sie um sich gekümmert, und bei den Zuständigen, die Wochen fast, muss man schon sagen, eine ganze Woche absolviert haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie die Bevölkerung so bedankt, weil meistens hören wir von der Gemeinde ja nur immer die Beschwerden, aber nicht das Dankeschön. Und ich möchte den Dank weitergeben an euch, weil es war jetzt ja der Einsatz und haben das absolviert. Herzlichen Dank nochmal dafür. Und wenn es von der Bevölkerung von der Rosalia wenn seht, dann sagt es, wir haben das heute erwähnt, also möchten sie wirklich recht herzlich bei euch bedanken. Wir haben, wer alle im Einsatz war, wenn es durch die Runde schaut, Polizei, Bundesheer, Hochachtung, also für die, was normalerweise nichts zu tun haben mit Bundesheer, war der Einsatz gigantisch. Noch dazu so schnell, mit Unterstützung von der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg und Oberpullendorf unter Leitung von der Frau Magister Lunzer, möchte ich mich wirklich recht herzlich bedanken, dass das so funktioniert hat, und beim Herrn Karal auf jeden Fall. Das ist nicht immer selbstverständlich, aber es hat super funktioniert. Und noch dazu möchte ich jetzt gleich erwähnen, die Domäne Esther, also Herrn Fischer, und heute ist der Herr Strohl da, der Förster da. Herzlichen Dank, wenn Sie das weitergeben, das bitte, dass das diesmal so gut funktioniert hat. Ich habe jetzt absichtlich deswegen gesagt, weil es ist nicht immer so einwandfrei, aber es hat super funktioniert. Danke. Ich habe auch, und als erstes sitzt unser Energieversorger, und die hätten wir ja nicht immer sagen, mehr gemacht, als was messen hätten, sagen wir so. Und es war natürlich für uns die größte Hilfe, weil wir haben einfach das Gerät nicht von der Gemeinde, den Kran, wo wir solche Dinge haben, wir einfach nicht. Und das hat Hut ab, wir haben gleich ein Stückchen mehr machen können, als was wir vorher gehabt hätten. Aber es hat natürlich für die Straße
das dementsprechende braucht. Und bei der Straßenverwaltung, die haben zusätzlich noch ausgeholfen mit Absperrungen, mit Wegräumen und daher auch Dank an die, die gearbeitet haben. Und in Vertretung ist heute der Günther, also leider entschuldigen müssen, der Straßenmeisterei, der Herr Diplom-Ingenieur Gack bei uns. Und ich hoffe, er leitet das dementsprechend weiter. Bei der Polizei, muss ich gleich dazu sagen, die haben immer den Mangel, wie momentan das überall ist, ein bisschen am Personal. Aber sie haben, einer hat müssen mehr machen, alles was er darf, an Stunden. Und ich glaube, darüber können wir hinwegsehen, dass er die Stunden bei uns, wenn nicht kommt, aber öfters bei mir am Kaffee vorbei. Dann geht es auch wieder. Ich möchte mich aber ausnahmsweise wirklich beim Bundesheer bedanken, weil ich glaube, wir hätten das so nicht geschafft, auch wegen einer Einfahrung. Es war die Sicherheit nicht gegeben. Und dass das so schnell funktioniert hat, das waren ruckzucki da. Und natürlich das Medienecho war auch dementsprechend, weil wo gibt es schon gleich einen Panzer, der was Straßen reinigt, nicht? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, es war für euch auch ein bisschen ein einmaliges Erlebnis, bei uns auf der Rosale mit Panzer da zu fahren und noch dazu Richtung Niederösterreich raus. Ich habe heute, und zwar die Dankeseinladung heute für ein Mittagessen, möchte ich mich trotzdem bei den Hausherrinnen und Hausherren nochmal bedanken, weil das Bundesheer hat zu der Zeit, wie wir einen Einsatz gehabt haben, da genächtigt und die Hausherren haben das ohne Entschädigung gemacht und möchte mich auch recht herzlich bedanken, auch beim Hausherrn. Unsere Kräfte, die Versorgung, die Damen, möchte ich auch erwähnen, weil die sind immer zur Stelle bei der Feuerwehr. Die haben gesorgt, dass Essen, Trinken, abgewascht, muss man auch dazu sagen, weil wir haben ja jedes Mal was Frisches braucht. Und die Versorgung Fahrten waren von der Feuerwehr. Noch dazu war zu der Zeit noch Nikolaus und die Kinder, wie wir es aufgebracht haben, also das war ganz was Beeindruckendes, dem sich gefreut, dass sie einen Nikolaus und andere Geschenke auch noch gekriegt haben. Ich möchte nicht zu lang werden, weil dementsprechend ist die Küche eingeteilt und möchte jetzt wirklich allen herzlich, also wenn es euch bitte weitergeht, dass die, was heute keine Zeit haben, herzlich bedanken bei allen, alle, was beteiligt waren, dass das ein Einsatz war und ich glaube, es war eine dementsprechende gute Zusammenarbeit. Und das haben wir auch bei der Nachbesprechung betont. Die Zusammenarbeit hat wirklich funktioniert. Es hat keiner darauf gepocht, dass er allein was entscheiden muss, sondern es hat auch jeder seine Vorstellungen vorgebracht und was das Beste ist, haben alle dann miteinander gemacht. Und das hat praktisch bei jedem Einsatz so funktionieren. Der Herr Karl hat gemeint, es gibt dann eine Liste oder das Bundesheer ist das sehr versiert, das arbeiten wir ab und dann funktioniert das. Aber bei den nächsten, aber ich hoffe, wir brauchen es nicht so schnell, werden wir das genauso machen, wenn wir die Listen ordnungsgemäß haben und dann können wir das so abhandeln. Aber die Einsatzkräfte nochmal Hut ab und herzlichen Dank. Ich möchte den Herrn Landeshauptmann bitten, einige Worte an uns zu richten, weil wir haben das immer so, der was zahlt, der darf auch was reden. Und nachdem der Landeshauptmann dementsprechend was zahlt, darf ich dich bitten, lieber Hans, dass du einige Worte zum sprichst. Wie hast du schön, wer zahlt, schafft da? Nur bei den Frauen ist es anders. Sind wir eh schon daheim. Und ja, liebe Bürgermeisterin, liebe Vertreter der Einsatzkräfte, der Freiwilligen Feuerwehren, des Bundesheers, der Polizei,
meine Damen und Herren, alle die Vertreter auch unseres Straßenbauamtes, der Bezirkshauptmannschaften und aller Einsatzorganisationen. Es war schon etwas Außergewöhnliches, was hier in Neustift passiert ist. Nämlich niemand hat damit gerechnet, in welche Situation man in Wahrheit kommen kann, was da alles passieren kann. Eigentlich ein Ausnahmezustand, und diese Fotos, die man hier sieht, zeigen ja deutlich, welche katastrophenähnliche Zustände hier geherrscht haben. Aber was mich natürlich ganz besonders freut, dass gezeigt wurde, dass das Burgenland ein kleines Land mit großen Herzen ist. Und was heißt das, ein kleines Land mit großen Herzen? Nämlich dann, wenn es darauf ankommt, dann halten wir alle zusammen, dann arbeiten wir miteinander und dann werden katastrophenähnliche Zustände im Sinne der Bevölkerung und der Menschen gelöst. Und das ist für mich beeindruckend, und die Feuerwehren sind ein wesentlicher Faktor im Bereich der Sicherheit. Ob das die Brandeinsätze sind oder, wie wir heute sehen, die Katastropheneinsätze. Deutlich über 90% der Katastrophenfälle werden vom österreichischen Bundesheer, von unseren burgenländischen Feuerwehren gelöst. Aber es gibt Ausnahmesituationen, wo die Ressourcen der Feuerwehren nicht mehr ausreichen, und dann müssen alle anderen auch im Einsatz sein. Und so war es auch hier. Die Feuerwehren, vorbildlichste Arbeit, irgendwann stoßt man an Grenzen und dann kommt auch das österreichische Bundesheer. Und das österreichische Bundesheer hat mit dem Panzerfahrer gesprochen. Es ist kein neuestes Modell der Panzer, aber er ist einsatzfähig, er funktioniert. Und wenn Sie sich zurückerinnern, ich habe auch vor einigen Monaten schon gesagt, wir brauchen vom österreichischen Bundesheer eine Katastrophenhilfsgarantie. Das heißt, dann, wenn Not am Mann ist, wenn die Ressourcen nicht mehr ausreichen unserer freiwilligen Feuerwehren, dann ist das österreichische Bundesheer im Einsatz. Ob das hier bei diesen eisigen Verhältnissen der Fall ist, Ausnahmesituation, ob es bei Überschwemmungen oder in anderen Bereichen der Fall ist. Es ist die Polizei, die Bürgermeisterin hat es gesagt, die mehr Stunden gemacht hat, als eigentlich vorgesehen ist, aber bei katastrophenähnlichen Zuständen, und das zeichnet auch uns Burgenländer aus, schauen weder die Feuerwehr noch das Bundesheer noch die Polizei auf die Uhr, sondern sagen, was ist notwendig, und das machen wir. Und ich darf auch sagen, dass wir von Seiten des Landes Burgenlands 17 Millionen Euro jedes Jahr für die Sicherheit ausgeben. Das ist unsere Sicherheitspolizei. Das sind 17 Millionen, die die freiwilligen Feuerwehren bekommen, 2,4 Millionen, die Rettungsorganisationen, der Rettungshubschrauber und viele, viele andere Organisationen. Und da sieht man, wie wichtig und notwendig das ist, weil mit diesen 17 Millionen Euro auch gewährleistet ist, dass die Einsatzkräfte innerhalb von 10 bis 15 Minuten am Einsatzort sind. Im ganzen Burgenland von Nord bis Süd 10 bis 15 Minuten. Der Rettungshubschrauber maximal 13 Minuten. Auf jeder entlegensten Gemeinde und Ortschaft des Burgenlandes. Die Feuerwehren, wir haben 171 Gemeinden und 325 Feuerwehren. Also die wohnortnahe Feuerwehren. Und das ist auch unsere Heimat vor der Haustür. Wenn man Ausnahmesituationen hat, dann kann man sich darauf verlassen, dass die Einsatzorganisationen da sind. Die Feuerwehren mit großem Idealismus, ehrenamtlich, freiwillig tätig, die Polizei und natürlich das österreichische Bundesheer in Extremsituationen wie wir und natürlich auch unser Straßenbauamt, die Bezirkshauptmannschaften, die Esterhazy-Betriebe und alles, was hier dazugehört. Und ich möchte mich als Landeshauptmann wirklich dafür bedanken, dass diese Einsätze durchgeführt wurden, dass jeder das Beste gegeben hat, dass hier Schaden von der Bevölkerung ferngehalten wurde. Heimat vor der Haustür, das ist eine gute, intakte Natur. Kann nur gratulieren, wenn man da herfährt. Das ist eine wunderschöne Landschaft. Man weiß schon, warum man seinerzeit die Burg daher gebaut hat. Einer der schönsten Flecken unseres Heimatlands Burgenland. Und man kann sich auch darauf verlassen im Sicherheitsbereich, wenn es
Ausnahmesituationen gibt, dass hier ebenfalls durch vereinte Kräfte geholfen wird. Großes Danke an die Feuerwehr, großes Danke an die Polizei, an das österreichische Bundesheer, an die Straßenbauabteilung, an die Frau Bürgermeisterin, die ja mitten in diesen schwierigen Stunden wie ein Fels in der Brandung natürlich auch mit dabei war. Also insofern glaube ich, dass der Stützpunkt bei der Feuerwehr mit den Vertretern des Bundesheers, mit der Einsatzplanung und so weiter perfekt funktioniert hat. Großes Danke dafür. Diese Einladung ist nur ein kleines, bescheidenes Zeichen der Wertschätzung Ihrer Leistungen, die Sie erbracht haben. Danke dafür. Mahlzeit Burgland. Herr Landeshauptmann, Frau Bürgermeister, Herr Oberst, meine sehr geehrten Damen und Herren seitens der Behörde, Energie Burgenland, meine freiwilligen Helfer, die Damen, wo soll ich da drüben sitzen, Polizeiinspektion Forchtenstein und meine Feuerwehrmitglieder, ob alt oder jung, man sieht, bei uns funktioniert das. Sie sitzen da alle drüben gemischt, wie es ist, auch unser Herr Oberförster, Franz Strodl. Ich war zu dem Zeitpunkt noch Feuerwehrkommandant, habe aber mit 31.12. meine Funktion zur Verfügung gestellt. Mein Stellvertreter sitzt schon neben Herrn Landeshauptmann, unser Oberbrandinspektor Johannes Welles. Der war gerade am Landesfeuerwehrführungsstabtag in Eisenstadt im Kulturzentrum. Ich möchte mich bei allen für die gute Zusammenarbeit recht herzlich bedanken. Sei es jetzt Energie Burgenland, Polizei, wie es alle da sitzt. Ich glaube, wir haben in den 5 Tagen schon was geleistet. Die Bevölkerung auf der Rosalia, Tag 80 Personen. Wir sind da alle Tag von Haus zu Haus gegangen und man hat dort schon gehört, es ist eine positive Meinung jetzt, die was ja nicht immer so vertreten wird, sei es jetzt bei der Feuerwehr oder beim österreichischen Bundesheer, an dem habe ich gesagt, Hut ab vor dieser Leistung und Sie möchten sich, wie die Frau Bürgermeister schon gesagt hat, nochmals recht herzlich bedanken. Wir haben auch dort Geldspenden bzw. Verpflegungsgeld bekommen, was wirklich nicht alltäglich ist. Ein herzliches Dankeschön auch an unseren Herrn Landeshauptmann für die Einladung heute. Das ist auch nicht selbstverständlich, aber wir haben das ja schon 2006 einmal gehabt. Da haben wir es in Mattersburg getroffen. War auch eine sehr schöne Veranstaltung. Ja, ich hätte nur noch für meine Feuerwehr auch was. Ich war jetzt 10 Jahre Kommandant. Wir haben da was geschaffen, was nicht so einfach ist, von der Jugend her, dass Jugend mit Alt so funktioniert, wie es bei uns ist. Es reicht, wenn man anruft, die kommen, sind da, machen die Arbeit. Und da muss man sagen, zur vollsten Zufriedenheit. Ich wünsche meinem Stellvertreter, dass er auch 10 Jahre lang aushält und dass er ihn genauso unterstützt, weil es ist nicht so einfach, heute Feuerwehrkommandant zu sein. Man muss schon schauen, wenn man, wie es bei uns herum ist, 4 Auto oder 4 Einsatzfahrzeuge, das Feuerwehrhaus muss man da halten. Ja, es ist eigentlich ein kleiner Nebenjob als Feuerwehrkommandant, ganz zu sprechen von der Verantwortung. Auf diesem Wege wünsche ich dann gesegnete Mahlzeit und Dankeschön nochmal. Entschuldigung, Herr, schon zu mir ganz kurz. Christian. Bürgermeisterin, genau so. Ja, ja, ja.